Lustige Witze in 3, 2, 1, los. Wer mit Fremdwörtern nicht umgehen kann, muss halt die Frequenzen tragen. Was heißt, ich ergebe mich auf Französisch? Bonjour. Ich habe den Eimer, der unterm Waschbecken steht, weil das Rohr seit gestern undicht ist, ins Waschbecken entleert und ich habe Abitur. Warum wirbt die Sparda-Bank eigentlich nicht mit This is Sparda? Manchmal habe ich so viel Hunger, dass ich schnell vor den Spiegel renne, um zu gucken, ob ich noch weiß bin. Natürlich nehmen die Ausländer den Job weg, aber wenn jemand ohne Kontakte, Geld und Sprachkenntnisse den Job wegnehmen kann, bist du vielleicht einfach nur scheiße. DSDS, auch bekannt als das Immigrantenstadel. Leute, die zu den Hausaufgaben ihrer Kinder Hausis sagen, rufen im Sex bestimmt auch Oh Hasi, ja, Flinker, Flinker. Mit leerem Hirn spricht man nicht. Hab vorhin zwei Zeugen Jehovas reingelassen. Nach einem langen Gespräch sind die beiden nun Buddhisten, haben einen alten Staubsauger gekauft und nehmen gerade noch den Müll mit runter. Bin ich eigentlich der Einzige, der das Fach Mathematik sinnvoller findet als Deutsch? Ich meine, was soll ich mit einem drecksverfickten Gedichtsvergleich anfangen? Das Leben ist wie Tetris. Dass man ein Level weiter ist, merkt man nur daran, dass hier einem die Steine noch schneller in den Weg schmeißen. Ich sah gerade in der Buchhandlung das Buch Leben mit 4 Euro am Tag. Es kostet 9,95 Euro. Panzer. 70 Tonnen pure Demokratie. Wer montagmorgens im Büro schon singen kann, der kann auch mit seinem Kopf sicher Locher fangen. Wie nennt sich das Tier, welches eine ganze Kuh in einer Minute essen kann, im Wasser lädt und total viel Humor hat? Der Piranha. Warum nimmt eine Blondine einen Hammer und eine Taschenlampe mit ins Bett? Mit dem Hammer haut sie das Licht aus, mit der Taschenlampe schaut sie nach, ob sie getroffen hat. Alligatoren sind auch an Land schneller als Menschen. Das heißt, in einem Triathlon gegen die muss man verdammt schnell Fahrrad fahren. Joker, deine Freundin hat ihre Tage. Batman, woher weißt du das? Joker, grins. Batman, boah, Alter, Igitt. Habe ein Batman-Kostüm im Kleiderschrank. Das wird ein geiles Erlebnis, wenn ich mal einen Cyber bekomme. Jeder dritte Amerikaner wiegt so viel wie die anderen zwei. Wenn Züge sterben wollen, werfen sie sich vor Chuck Norris. Chuck Norris tapeziert die Schallmauer. Chuck Norris benutzt Phosphor als Badesalz. Ich bin nach 2 Jahren raus. Wie lange hast du gesessen? So 32 Arschwechsel lang. Erdbeben in der Türkei. 90.000 Tote. Frankreich schickt Hilfstruppen. Australien Lebensmittel und Deutschland 90.000 neue Türken. Eine Österreicherin wird in Dubai vergewaltigt. Sie steht wegen Sex vor der Ehe vor Gericht. Das erste mit Hilfe von Viagra gezeugte Baby ist geboren worden. Es konnte bereits vor der Geburt schon stehen. Jo Leute, lustige Witze gibt's ab jetzt jeden Freitag um 17 Uhr. Gebt mal einen Daumen hoch, um mich zu unterstützen und klickt auf Abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Haut rein, bis nächste Woche.